Also die Situation bei Volkswagen ist für uns Niedersachsen ganz besonders dramatisch und einige Regionen, die haben schlichtweg nichts anderes als dieses Volkswagen-Werk. Und da sind es eben, wie ja viele auch zu Recht sagen, nicht nur das Volkswagen-Werk selber, sondern auch die ganzen Zulieferfirmen, die sich angesiedelt haben. Also wie viele Menschen hier wohl gerade in den letzten Nächten nicht richtig geschlafen haben nachts, weil sie wirklich nicht wussten, wie das weitergehen soll, das möchte ich gar nicht ahnen. Natürlich sind die politischen Rahmenbedingungen eine Katastrophe für jedes Unternehmen in diesem Land, nicht nur für die Automobilindustrie, die in den letzten Jahren aber eigentlich auch ganz gut Geld verdient haben. Sondern hier muss man auch mal ganz klar sagen, dass auch ich auf meinem Betrieb keinen Volkswagen mehr fahre. Und ich würde es auch nicht tun. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann mich mit dieser links-grünen Politik, die Volkswagen eindeutig eingeschlagen hat in den letzten Jahren, einfach nicht identifizieren. Und ich würde niemals, wenn ich ein auch E-Auto kaufen würde, bei Volkswagen nachgucken, was die denn so haben, weil ich das überhaupt nicht mehr unterstützen möchte. Und der Aufsichtsrat aus Niedersachsen ist eben zurzeit SPD und Grün und eine Grüne sitzt dort im Aufsichtsrat. Und wenn wir was von Volkswagen gehört haben, da ging es um eine vegane Currywurst, dass die bekannte Volkswagen-Currywurst eben nicht mehr rausgegeben werden sollte. Es geht um eine Pro-Wolfs-Linie. Das mag ja man aus Wolfsburg heraus wunderbar machen können, aber es betrifft Menschen auf dem Land, die eben Auto fahren. Es ist ein, ja, wir sehen viele Bilder jetzt mit Regenbogenflaggen bei Volkswagen, ist auch so. Die hängen da auch eben mehrfach rum. Wir haben eine Vogue-Sprache. Vegan, Vogue, links, das ist nicht das Volk. Das ist nicht die Mehrheit. Die Menschen sind nicht überwiegend vegan. Die Menschen wollen diese Vogue-Sprache überwiegend nicht. Und Volkswagen hat sich hier eben einem Mainstream angeschlossen und eben nicht mehr für das Volk Fahrzeuge produziert, sondern eben sich ein ganz spezielles Bild gegeben, sage ich mal, mit dem ich mich eben gar nicht identifizieren kann. Es waren wirklich Flyer unterwegs, die massiv gegen Landwirtschaft geschossen haben. So schlimm, auch mit Unwahrheiten, die kennen wir ja alle, die von der linksgrünen Seite nun mal kommen. Die waren unausgewogen und falsch und das hat auch Wellen geschlagen in den letzten Jahren, sodass auch einige Unternehmen, die eben landwirtschaftlich unterwegs waren, gesagt haben, wir kaufen keine Firmenwagen mehr von Volkswagen oder steigen da aus den Verträgen aus. Das ist einfach so. Und das muss man ganz klar auch mal sagen, dass hier eine Parteipolitik oder eine Unternehmenskonzernpolitik gemacht wurde, ähnlich wie bei Edeka, die eben im Volk nicht ankommt. Punkt. Das muss man ganz einfach so sagen. Also auch da wurden Fehler im Management gemacht. Und ja, ich weiß nicht, was jetzt die grüne Vertreterin der Landesregierung da im Aufsichtsrat so geleistet hat. Sie wollte ja eigentlich die Autos abschaffen. Dann kann man das auch nicht wirklich wundern. Da sind auch strukturell wirklich große Probleme. Gleichwohl, ich habe mir gerade noch wieder von einem, der es wirklich wissen muss in der Automobilbranche, sagen lassen, dass es eigentlich keine einzige Firma gerade mit Elektroautos Geld verdient auf diesem ganzen Planeten. Die Geld verdienen, die werden gepäppelt ohne Ende, gerade in China, die kriegen so viel staatliche Subventionen, dass das deswegen gut aussieht. Ich habe gestern von Herrn Dodenhöfer gehört, dass wohl Skoda da hervorragend aufgestellt sein soll. Keine Ahnung, ist mir vorbeigegangen bis jetzt, ist das wohl so. Aber im Endeffekt ist die Entscheidung, auf E-Mobilität zu setzen, in die Abhängigkeit Chinas zu geraten, eine Katastrophe für die deutsche Automobilindustrie. Das weiß jeder, wir waren führend, jetzt sind wir es nicht mehr. Hubert Aiwanger hat zu Recht gesagt, dass wir nicht mehr so viel besser sind, wie wir teurer waren. Das war immer noch Autos made in Germany, ist jetzt nicht mehr. Und das ist einfach eine katastrophale Grundsituation. Aber Volkswagen hat eben auch eine Richtung eingeschlagen, die für mich, wie gesagt, diese Marke unmöglich macht. Und wenn da keine Änderung entsteht, dann wird sich daran wohl auch nichts ändern so schnell. Also da gehört einiges dazu. Leid tun mir echt die Mitarbeiter und die Lieferanten waren. Und das ist wirklich bitter, was da in dieser Zeit noch auf uns zukommt. Und was das jetzt noch bedeuten wird für Niedersachsen, das möchte ich gar nicht, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das kann eine Katastrophe werden, je nachdem, welche Werke es jetzt trifft.